Guten Morgen, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte euch heute Morgen am Ostersonntag hier mitnehmen, ein bisschen was zu kochen. Ich möchte mir heute hier draußen ein Omelette machen. Und zwar ein Morchel-Omelette. Ich habe auch Zutaten dabei in meinen Trangia. Ja, alles was ich jetzt noch brauche, sind die Pilze. Das ist nämlich ein weiteres Hobby von mir. Ich gehe unglaublich gerne Pilze sammeln. Ja, und jetzt werden wir schauen. Es hat gestern ein bisschen geregnet, ob es was hat. Morcheln kann man hier bei uns im Rheinwald finden, in den Rheinauen. Sie sind selten, deswegen nehme ich immer auch nur ein paar Stück. Trocken die also nicht, sondern immer nur das, was man gerade verbraucht. Aber es ist ein sehr leckerer Pilz, der versteckt sich allerdings auch manchmal sehr gut. Ja, und ich will mich jetzt halt mal umschauen und ich denke, dass ich was finden werde. Wenn ihr Lust habt, dann kommt mit. Ja, der ist auch schon angeschimmelt, schade. Also den will ich nicht nehmen. Aber man sieht, die sind ziemlich eigentümlich so in ihrer Form. Die haben auch unterschiedliche Farben vom Hut. Manche sind dunkler wie der. Wichtig ist, dass man sie unterscheiden lernt von der Frühjahrslorchel. Die gibt es aber hier nicht, aber sie habe ich noch nie gesehen, zum Glück. Woanders schon, aber hier nicht. Schade, der ist jetzt auch angeschimmelt, also den werde ich nicht nehmen. Ist eigentlich ein schönes Exemplar gewesen. Und hier sieht man, dass es halt bei uns sehr, sehr trocken war über lange Zeit. Lassen wir die liegen. Können sich die Sporen noch ein bisschen verbreiten. Die hohen Gummistiefel habe ich übrigens wegen der Zecken an. Die habe ich normalerweise, benutze ich die für was anderes hier draußen am Rhein. Dann nehme ich euch auch mal gern mit. Weil wir gehen ab und zu auch Gold waschen hier am Rhein. Da sind die Gummistiefel top. Ja, und hier helfen sie halt vor allen Dingen gegen Zecken. Die hat es hier draußen halt leider auch, aber eben mit den Gummistiefeln hat man da kein Problem. Ja, meistens hat es da, wo es einen hat, mehrere. Also es lohnt sich immer, wenn man eine Stelle gefunden hat, was einen gibt, mal zu gucken, ob vielleicht in der Nähe noch irgendwo ein zweiter wächst.
Oh ja, der ist richtig toll. Ja, das ein oder andere schöne Exemplar habe ich noch gefunden. Das reicht auch. Mehr möchte ich gar nicht sammeln jetzt. Ich kriege auch langsam Hunger. Ja, brauche nicht so viel für das Omelett, das ich machen möchte. Dann gehen wir jetzt ans Kochen.
So, heute habe ich zum Essen dabei ein bisschen Gutedel hier bei uns aus dem Markgräflerland. Ein Weißwein. So. Ja, Omelette mit Morcheln. Guten Appetit. Total lecker. Also diese Morcheln mit dem Sauerrahm und dem Weißwein, das ist total spitze. Auch wenn das Omelette jetzt nicht so gelungen war, aber
Also so zusammen, trotz dass es jetzt so ein bisschen zerfallen ist, schmeckt es brutal gut. Mache ich sicherlich wieder. Im nächsten Frühjahr. Ja, dann esse ich noch auf. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei mitzukommen. Ich wünsche euch allen frohe Ostern. Und ja, vielleicht sieht man sich bald mal wieder auf dem Kanal. Viel Spaß auf eurer nächsten Tour. Ich möchte auch nochmal alle grüßen, die ich am Freitag auf dem Kandl getroffen habe, auf der Kandl-Tour. Und euch alles Gute wünschen, weil heute ist das Wetter ja nicht so super. Ich glaube, ihr seid noch dabei. Ich hoffe, ihr zieht es durch. Meine Tour war sehr anstrengend, habe ziemlich Muskelkater gehabt gestern. Aber das war okay, es hat auf jeden Fall super Spaß gemacht und es hat mich gefreut, euch zu treffen.